Hallo Eberswalle und sehr herzlich willkommen. Sie sehen das vielleicht neben mir. Die Uhr hat gerade 12 geschlagen und damit ist es Zeit für unsere Wochenendsendung Eberswalle TV on Tour. Wir sind heute mal ein bisschen aus dem Stadtgebiet rausgefahren. Es hat uns ins Grüne verschlagen. Wir sind im und am Golfclub in Prenden. Der einzige Golfplatz hier in der Nähe und wir werden uns heute hier mal ein bisschen umschauen, auch mal ein bisschen mit Vorurteilen aufräumen und Ihnen diesen Golfplatz in seiner wunderschönen Lage hier einfach mal ein bisschen näher bringen. Eine schöne Reise und ich hoffe, das Wetter spielt mit, denn das ist wirklich perfektes Golfwetter. Hier spielen nicht nur, so wie man das vielleicht vermutet, ältere Menschen, sondern auch junge. Und um junge Menschen geht es auch in unserem ersten Beitrag und ganz speziell um junge Kunst. Und die kommt direkt hier aus der Nachbarschaft. Ein Wiesenthaler hat in Eberswalle im Moment eine Ausstellung zu laufen und die heißt Nocturne. Wir haben hier die besten Bilder für Sie. Viel Spaß. Eine Vernissage der ganz besonderen Art startete jetzt in der Eberswalder Galerie Nocturne. Unter dem Namen Limomat versucht der junge Wiesenthaler Graffiti-Künstler einen neuen Meilenstein mit seiner einmaligen Kunst zu setzen. Er probierte diese Art der Kunst salonfähig zu machen und das Farbspektrum aus der Dose auf unterschiedlich große Leinwände zu bringen. Dabei geht es in den Bildern nicht um eine detailgetreue Darstellung von Objekten und Personen im alltäglichen Leben. Weiche Linien, eine pralle Farbintensität und eine einzigartige Formgebung lassen beim Anblick dieser Werke keine Verbindung zu illegalen Schmierereien entstehen. Kunst mal nicht mit dem Pinsel. Der in Flensburg lebende Künstler schafft mit Airbrush und diversen anderen Materialien Bilder mit einer unverwechselbaren Note. Noch bis Mitte September sind die einzigartigen Werke in der August-Bebel-Straße zu betrachten. Und vielleicht entdeckt ja dabei der eine oder andere Betrachter seine eigene künstlerische Ader. Für einen Golfplatz haben wir uns das absolut perfekte Wetter ausgesucht. Und wir stehen jetzt hier in Prenden genau an der Stelle, wo man eigentlich die ersten Schritte als Golfer macht, wo zum Beispiel auch Wespen sind. Mhm. Bei mir ist Stefan Heller. Ich habe dich vor einem Jahr kennengelernt als Golflehrer. Inzwischen bist du was? Ich bin Auszubildender zum Sport- und Fitnesskaufmann. Ich mache jetzt eine Umschulung, weil Golflehrer ist was für ihn. Ja, er macht jetzt Schläge im Hintergrund. Für mich war es nicht das Richtige. Also ich will mehr auf die kaufmännische Seite, vielleicht später mal Management und will auch lieber mehr selber spielen. Und das ist ein bisschen zu kurz gekommen. Obwohl ich sagen muss, also mit dir hat Spaß gemacht, ja, beim Tag der offenen Tür, weil du auch ziemlich schnell lernst. Und ich denke mal, auch andere Leute werden das sicherlich gut über die Runden kriegen können. Ich werde es heute versuchen, nochmal aufzufrischen. Also ich habe ja jetzt einfach ein paar Schläge gemacht im letzten Jahr. Ist es so, dass es jeder kann? Braucht man überhaupt keine Voraussetzung? Viele denken ja, Golf, sehr elitär. Man muss hier mit einem Mercedes vorfahren und eine entsprechende Ausrüstung haben. Ich weiß, dass es nicht so ist. Sag's unseren Zuschauern. Ja, also es ist wirklich nicht so, dass man jetzt so unbedingt die dicke Brieftasche haben muss oder sonst was an Voraussetzungen. Ich sag mal, wer ein bisschen sportlich ist, ja, wer nun nicht gerade an Krücken geht, der kann auch Golf spielen. Ja, es ist was für jedes Alter und ich sag mal, wenn man sich so umguckt, ja, wir haben so einen Altersdurchschnitt von 30 im Schnitt und ist halt wirklich was für jedermann, ist nicht nur Altherrensport. Ja. Erstaunlich, hätte ich auch nicht gedacht. Eigentlich denkt man immer, ja, das sind so gesetzte Leute. Jetzt haben wir vorhin schon mal geguckt, also im Moment sind sehr, sehr viele Leute auf dem Platz unterwegs. Steve, einer eurer Lehrer, macht hier im Moment die Mörderabschläge eigentlich, der ist schon richtig fit. Habt ihr eigentlich auch so Promis? Also heute habe ich noch keinen gesehen. Ja, Promis haben wir auch. Ich sag mal, vor 2 Jahren hat sich Katharina Witt mal gezeigt hier, ist dann aber ziemlich schnell wieder verschwunden. Aber prominentestes Mitglied ist eigentlich Axel Schulz, ja, der Boxer, den kennt wahrscheinlich jeder und der ist auch ab und zu mal hier. Die Kathi ist wahrscheinlich hier nicht so weit gekommen mit ihren Schlittschuhen auf eurem grünen Rasen, vermute ich mal. Wir hatten übrigens auch prominenten Besuch am letzten Freitag bei uns im Medienhaus in Eberswalle. Riesenaufgebot in der Stadt, vielleicht haben Sie es beobachten können. Zu Gast war Innenminister Jörg Schönbohm. Der stellvertretende Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzende Jörg Schönbohm war auf Stippvisite in Barnim. Zunächst führte ihn seine Reise in die Gemeinde Marienwerder. Hier hat er sich unter anderem das Feuerwehrdepot angeschaut und verdiente Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr geehrt. Interessiert zeigte sich Schönbohm von den Vorbereitungen der 250-Jahr-Feier zu hören, die das Dorf im nächsten Jahr feiert. Interessierte können sich bereits heute auf den Auftritt der Prinzen freuen. Außerdem soll ein Festumzug die Geschichte des Dorfes Revue passieren lassen.
Die Fahrt des brandenburgischen Innenministers führte auch in die Kreisstadt. Hier stand zunächst ein Besuch des Werner-Forstmann-Krankenhauses auf dem Programm. Begleitet vom Krankenhauschef Harald Kote-Zimmermann ging es förmlich im Sauseschritt zu einem Rundgang durchs Haus. Besonders das im Bau befindliche ambulante OP-Zentrum interessierte den Gast aus Potsdam. Hier entstehen bis Ende August zwei komplett neue Operationsräume. Hierdurch soll zukünftig die Zahl der ambulant durchgeführten OPs von derzeit 1.800 auf dann 2.500 steigen. Der Umbau, der vollständig aus Eigenmitteln finanziert wird, kostet gut 300.000 Euro. Nach der Baustellenbesichtigung informierte Kote Zimmermann die Gäste, zu denen auch CDU-Generalsekretär Thomas Lunacek gehörte, über das gesamte Leistungsspektrum des Krankenhauses und erläuterte die bevorstehenden Investitionsmaßnahmen. Im Oktober soll bereits Baubeginn für einen Neubau sein, auf dessen Dach sich ein sehr futuristisch anmutender Hubschrauberlandeplatz befinden wird. Damit wird dann das Neubauprogramm des Krankenhauses abgeschlossen. Schlussetappe seiner Barnim-Rundfahrt war für Jörg Schulenboom ein Besuch im Medienhaus Eberswalde. Hier kam er natürlich zunächst nicht umhin, ein ausführliches Interview für die Hörer von BB Radio zu geben. Danach zeigte er sich dann doch sehr interessiert an unserem jüngsten Produkt, Eberswalde TV. Und dass der Sender auch übers Internet zu sehen sei, das wollte er zunächst nicht glauben, aber der Beweis war relativ leicht zu führen und überzeugte Schönbohm schließlich. Im Studiogespräch ließ der Landesvorsitzende der brandenburgischen CDU dann den Tag Revue passieren. Befragt wurde er übrigens von seinem eigenen Generalsekretär Thomas Lunacek. In aufgelockerter Atmosphäre hatten schließlich die Redaktionskollegen des Barnimer Blitz, BB Radio und wir von Eberswalde TV noch ausführlich Zeit, um den Minister zu aktuellen politischen, aber auch privaten Themen zu befragen. Und er sagte, die Wasserschutzbetreibung wird aufgelöst, haben alle gesagt, oh Gott, jetzt macht er die Marine kaputt, so ungefähr. Da waren wir beim Heer. Vollkommener Quatsch. Jetzt haben wir die Zusammenarbeit zwischen der Wasserschutzpolizei und den Schutzbereichen intensiviert. Und die Wasserschutzpolizisten sagen, es ist jetzt viel besser, weil wir enger zusammenarbeiten als Polizei eines Landes. Und im Winter, wenn wir nicht auf dem Wasser nichts zu tun haben, dann gehen wir lasern und dann sind wir ganz überrascht, wie wir mit der blauen Uniform da an der Laserpistole stehen. Und dann sagen wir, ja, Wasserschutzpolizei, da sagen sie, gibt's was an. Also die sagen, es war Sauerei, dass sie mich erwischt haben, aber ich finde gut, dass die Wasserschutzpolizei im Winter auch was Vernünftiges macht. Also es hat sich geändert. Warum sich Schönbohm zum Beispiel am liebsten Grießbrei kochen lässt, das erzähle ich Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt. Ich habe jetzt mal den Job eines Caddies übernommen, also die Leute, die hier auf dem Golfplatz für andere da sind, zum Beispiel die Autos fahren, die Bälle zurückholen oder eben diese Fahne halten. Die muss man nämlich rausnehmen, wenn man auf dem Grün angekommen ist. Und unsere beiden Profis haben jetzt über den See auf dieses Grün geschlagen und werden jetzt versuchen, ihre Bälle hier einzulochen. Und deshalb muss die Fahne raus und deshalb habe ich sie jetzt in der Hand. Ja, die ist rot-weiß und das sind übrigens auch, vielleicht haben Sie es gesehen, die Farben der Arbeiterwohlfahrt. Und die hatten in der letzten Woche allen Grund zum Feiern, nämlich das Richtfest eines neuen Altenheimes. Nicht einmal 3 Monate ist es her, da wurde der Grundstein für das neue Seniorenwohnheim der Arbeiterwohlfahrt an der Ringstraße gelegt. Jetzt haben Bauherr, Architekten und Zimmerleute hier bereits Richtfest gefeiert. In der neuen Wohnstätte für Senioren sollen zukünftig 60 neue Zimmer, unter anderem Bewohner aus der jetzigen Schorfheiderstraße im brandenburgischen Viertel, beherbergen. AWO-Chef Rainer Gruzielewski freut sich schon jetzt auf eine besondere Installation in dem neuen Gebäude. Und das brauchen wir denn noch, den Turm mit dem Glockenspiel, wo ich sehr stolz drauf bin. In Zukunft wird zu gewissen Tageszeiten 12 Glocken irgendein Lied, was die Heimbewohner möchten. Und so denke ich, das ist das erste Glockenspiel in Eberswalde. Und somit werden auch viele uns hier besuchen und sagen, Mensch, mittags um 12 oder abends um 18 Uhr höre ich es mir einfach mal an. Mit der Eröffnung rechnet Gruzielewski im Dezember dieses Jahres. Insgesamt wird die AWO dann 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen und gehört damit bereits heute zu den größten Unternehmen unserer Stadt. Wir sind jetzt hier schön mit unseren Buggies, heißen die eigentlich Buggies? Trolleys, ja. Über den Platz gefahren. Perfektes Wetter. Ich glaube, für euch kann die Saison eigentlich nicht besser beginnen. Wann ist eigentlich Golfsaison? Von welchem zu welchem Monat? Also es startet im späten März.
Ja, so die letzte Märzwoche, da geht es dann mit den Turnieren langsam los. Also ich muss dazu sagen, man kann auch den Winter durchspielen. Ja? Wenn man wetterfest ist und wenn einen Temperaturen bis minus 10 Grad nichts ausmachen, kann man bei jedem Wetter spielen, auch wenn so ein bisschen Schnee liegt. Es gibt ja auch bunte Bälle. Ansonsten geht die richtige Golfsaison mit den Turnieren von Ende März bis Ende Oktober ungefähr. Und das Schöne bei euch ist ja, dass man nicht an feste Zeiten gebunden ist. Wenn ich in einen Fitnessclub gehe, dann habe ich da bis 23 Uhr oder muss ich da geduscht und raus sein. Bei euch kann man theoretisch, wenn man will, auch nachts spielen, oder? Nachts wird schwierig. Okay, wenn Vollmond ist, dann ist ein bisschen Licht da. Aber nachts wird schwierig. Aber ich sag mal, wer Frühaufsteher ist, der kann mit Sonnenaufgang kommen und kann bis Sonnenuntergang spielen, auch wenn das Büro nicht so lange besetzt ist. Aber unsere Mitglieder sind halt jederzeit willkommen und dürfen natürlich auch die Anlage jederzeit benutzen. Und wenn man dann hier, sage ich mal, so einmal bis zweimal die Woche gespielt hat, dann freut man sich auf einige Highlights. Und das sind bei euch so die kleinen und großen Turniere. Da steht einiges an in nächster Zeit. Was wird das sein? Ganz genau. Also wir haben jetzt gerade für Neuanfänger und Neumitglieder im September gute Turniere geplant. Das ist einmal Members and Friends heißt das. Also da können Mitglieder ihre Freunde bringen, die noch nie Golf gespielt haben. Die gehen mit denen auf den Platz, machen so ein kleines Spiel. Also die Profigolfer, nenne ich sie jetzt mal, spielen bis zum Grün und die Freunde dürfen dann halt einlochen. Das, was wir gerade auch gesehen hatten. Und hinterher wird dann noch ein bisschen gefeiert. Ganz genau. Ja, die Abendveranstaltung ist natürlich das Beste. Ja, also es gibt 18 Löcher auf dem Golfplatz und die Golfer sagen, das 19. Loch ist unten die Gastronomie und da wird dann natürlich auch kräftig gefeiert. Wenn man hier so unterwegs ist, also ich bin total begeistert, das Wetter spielt heute auch mit, hat sich wahrscheinlich extra für Eberswalde TV ein bisschen zusammengerissen, kann ich mir vorstellen, das ist auch wie so ein kleiner Urlaub, oder? Kann man das wirklich genießen, wenn man spielt oder ist man da voll konzentriert? So verschieden wie die Leute sind, sind natürlich auch die Verhaltensweisen auf dem Golfplatz. Also der eine genießt das und dann gibt es natürlich auch die, die es ein bisschen aggressiver sehen, sage ich mal. Also die halt unbedingt immer sich unterspielen wollen und da kann es dann auch manchmal laut werden. Aber es ist eher der Ausnahmefall. Ihr seid hier mitten in der Natur, die Autobahn ist nicht weit, man hört sie aber kaum. Also ich denke mal, es ist schon sehr idyllisch. Habt ihr eigentlich hier schon mal Pilze gefunden, weil der Wald ist ja auch ganz in der Nähe? Ja, das ist richtig. Gerade dieses Jahr war gutes Pilzwetter. Von den Temperaturen her ist ja heute nicht zu vergleichen mit dem, was wir bis jetzt im Sommer hatten. Und natürlich gehen wir auch immer in die Pilze, ist klar. Und falls ihr nicht wisst, was ihr da gefunden habt, dann haben wir jetzt so einen kleinen Aufklärungsfilm, natürlich auch für Sie zu Hause. Hallo liebe Zuschauer, wir melden uns heute mal nicht aus dem Studio und wir haben auch keinen Beitrag, den wir heute im Studio schneiden. Wir sind auch eigentlich gar nicht so richtig in der Stadt Eberswalde. Wir sind heute im Eberswalder Stadtforst. Warum? Ja, wir haben gelesen und Sie haben es vielleicht auch schon gelesen, es soll jetzt schon Pilze geben. Und da haben wir uns gedacht, nehmen wir uns doch einfach mal einen Korb und gehen selber Pilze suchen. Man soll beim Pilzesuchen auf einige Dinge achten. Zum Beispiel sollte man sich unbedingt festes Schuhwerk anziehen und auch lange Hosen. Und eins ist auch ganz wichtig, Autan oder auch andere Mittel, Sie kennen sie alle, gegen die Mücken. Ja, dann machen wir uns doch einfach mal auf, mal sehen, was der Eberswalder Stadtforst so zu bieten hat. So, jetzt war ich also gut eine Dreiviertelstunde hier im Wald gewesen und habe doch ganz gut gefunden. Das müsste eigentlich für mich für heute Abend schon ausreichen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die Pilze, die ich hier alle gesammelt habe, auch wirklich essbar sind. Aber da gibt es ja eine ganz einfache Lösung. Ich habe mir hier zwei Pilzbücher mitgenommen
Und da werde ich mich jetzt hier hinsetzen und werde ganz einfach die Pilze bestimmen. Und dann werde ich bestimmt ganz schnell rausfinden, ob ich die heute Abend in die Pfanne legen kann oder vielleicht doch einfach nur entsorgen muss. Also so richtig komme ich mit der Pilzbestimmung hier nicht zurecht. Ich glaube, das ist eine Marone, aber alles andere konnte ich anhand der Bücher hier nicht so richtig sortieren. Aber ich habe Glück, da kommt nämlich gerade der Stadtförster. Den werde ich doch einfach mal fragen, vielleicht kann der mir weiterhelfen. Hallo Herr Simon. Das ist ja wirklich ein Zufall. Ich war heute Morgen nämlich Pilze sammeln. Und ich bin eigentlich doch ganz überrascht, wie viel ich innerhalb eigentlich einer Dreiviertelstunde hier gefunden habe. Möchte mir eigentlich heute ein schönes Armbrot machen und bin aber mit meinem Pilzbuch überhaupt nicht so richtig zurande gekommen. Ja, meine Frage ist jetzt eigentlich, sind die alle essbar oder nicht? Das ist eine sehr gute Frage. Vor allen Dingen stellt man sich als erstes immer einen Förster, wenn man den im Wald sieht. Aber ein Förster muss ja nicht unbedingt immer gleich ein guter Pilzkenner sein. Also ich würde erstmal vorsichtshalber nicht alle von diesen Pilzen in eine Pfanne schmeißen. Das, was mir hier positiv auffällt, sind die beiden Maronen. Beim Rest muss ich dann schon passen. Ich bin kein großer Pilzkenner. Es gibt so viele Pilzarten bei uns in Deutschland, dass man die mit Sicherheit nicht alle kennen kann, außer man beschäftigt sich gründlich damit. Und meine Aufgaben sind woanders. Ich muss den Wald pflegen und für Holzeinschlag und Ähnliches sorgen. Und da sollten Sie sich mal lieber an andere Stellen wenden. Haben Sie denn da vielleicht einen Tipp? An wen könnte ich mich denn wenden? Ja, da fällt mir als erstes die Landesforstanstalt ein. Dort gibt es Pilzexperten, die sich sehr gut auskennen. Ja, Kreisverwaltung, Verbraucherzentrale, ähnliche Sachen. Dann wollen wir da vielleicht auch nochmal hingucken. Aber mich würde ja auch noch so ein bisschen interessieren, was hier eigentlich hinter dem Gatter ist. Gibt es da vielleicht ganz tolle Pilze? Mit Sicherheit. Hinter solchen Gattern gibt es immer tolle Pilze, wenn die Pilze denn wachsen. Das sind eigentlich gezäunte Flächen, in denen junge Buchen stehen, die vor Rehwild geschützt werden. Und das Gute daran ist, dass die Rehe halt nicht in diese Gatter rein dürfen, um die Buchen zu verbeißen. Das Schlechte daran ist, dass, so wie Sie das hier sehen, jetzt die Tore öfter aufstehen, eben leider auch durch Pilzsucher, die sie nicht wieder zumachen und die Rehe dann hier reinkommen und die Buchen verbeißen. Also Pilze suchen, ja, da haben wir nichts dagegen, auch mal rein in die Gatter gehen, aber immer schön das Tor wieder zumachen, das ist wichtig. Ich war aber jetzt nicht hier, um Pilze zu suchen, sondern wir haben da drin eine Nonnenfalle hängen, eine Pheromonfalle und kontrollieren da den Befall mit Nonnenfaltern, um zu verhindern, dass ähnlich wie in der Schorfheide große Fraßkalamitäten auftreten. Die sind aber jetzt hier nicht so zu verzeichnen oder wie sieht es aus? Wir haben im Moment zum Glück nicht so sehr große Probleme wie in der Schorfheide, aber wir müssen immer kontrollieren. Das kann sich ja durch Witterungseinflüsse und durch Massenvermehrung sehr stark erhöhen und dann müssen wir radikale Maßnahmen ergreifen. Ich hoffe, dass das hier nicht der Fall sein wird im Stadtforst. Deswegen die Kontrollen, die wir hier durchführen. Ja, dann danke ich Ihnen, Herr Simon. Versuchen Sie es woanders mit Ihren Pilzen. Das werden wir jetzt machen. Und so haben wir uns zunächst in Richtung Kreisverwaltung aufgemacht, um im Gesundheitsamt eine Beratung zu unserem Pilzkorb zu erhalten. Aber hier konnte uns leider nicht geholfen werden. Ja, leider ist es so, dass das Gesundheitsamt dass es nicht als pflichtige Aufgabe hat, eine Pilzbehandlung durchzuführen. Das ist eigentlich überhaupt keine Aufgabe des Gesundheitsamtes. Und es ist natürlich auch eine Frage der Kosten, ob man für eine relativ kurze Pilzsaison sich einen Pilzberater sich hier vorbehält. Ja, der Beratungsbedarf ist auf alle Fälle da und wir würden uns natürlich freuen, wenn sich jemand im Gesundheitsamt in der Kreisverwaltung meldet und sagt, ja, hier bin ich, ich berate gern die Bürger beim Pilzsortieren. Unser nächster Anlaufpunkt war die Verbraucherzentrale. So, jetzt sind wir hier in der Stadtbibliothek, in der Rathauspassage und hier in der Bibliothek gibt es auch ein Büro der Verbraucherzentrale und wir wollen doch jetzt mal gucken, was uns die Damen und Herren hier zu unseren Pilzen sagen können. Ja, ich bin selber auch Pilzsammler und kenne natürlich auch eine ganze Reihe von Pilzen, aber so wie sie hier im Korb zu finden sind, also sind vielleicht zwei bekannt. Hier ist der Sandröhrling und vielleicht auch die Braunkappe, aber alle anderen Pilzarten, die sie hier mitgebracht haben, sind mir nicht bekannt. Also ich denke mal, da sollte man die Finger von lassen, gerade von Pilzen, die man nicht kennt und wirklich nur die nehmen, die tatsächlich bekannt sind. Ansonsten sollte man sich auch vielleicht mit Literatur bewaffnen, die hier auch Pilzbücher, die hier in der Bibliothek man bekommen kann und nur den Rat von Experten dann heranziehen und nicht, dass man hier sich vielleicht eine Vergiftung einholt.
Irgendjemanden musste es doch geben, der uns beraten könnte. Nach einigen Recherchen im Telefonbuch und im Internet haben wir ihn dann doch noch gefunden. Den Dr. Hans-Joachim Pohle, den ich jetzt ganz herzlich hier begrüße. Er ist zwar kein berufsmäßiger Pilzexperte, aber seit vielen Jahren passionierter Pilzsammler und Pilzforscher. Und ihm habe ich jetzt mal hier meine gesammelten Werke mitgebracht. Und Herr Dr. Pohle, Sie können uns vielleicht sagen, haben wir denn überhaupt was Essbares mit dabei? Ja, sieht ganz gut aus, glaube ich, aber für den Hausgebrauch sammle ich etwas und ich würde mich als fortgeschrittenen Küchenmykologen bezeichnen, der aber selten dazu kommt, selbst Pilze zu sammeln. Also hier haben wir erstmal schon mal was, das ist der berühmt-berüchtigte kahle Krempling, der wurde früher sehr viel gegessen. Aber seit Jahren redet man davon, die Finger davon zu lassen, weil er zu schweren Vergiftungen und Magenverstimmungen geführt hat. Ein Täubling, die erkennt man daran, dass die Huthaut meist so matt glänzend ist und zur Hälfte abziehbar ist und dann reißt sie ab. Aber wie man hier sieht, sind sie stark von Maden zerfressen. Wie gesagt, das ist die Grundregel, dass man natürlich nur Pilze verwendet, die keine Maden enthalten. Und wenn sie einige Maden enthalten, dann natürlich am besten gleich vor Ort putzen und die Reste, die ungenießbaren Reste im Wald lassen. Also man sollte auch keine alten Pilze essen, sondern relativ frisch, die noch ein festes Fruchtfleisch haben und noch nicht verfärbt sind, weil es auch bei Pilzen, auch bei nicht giftigen Pilzen zu Eiweißvergiftungen kommen kann, wenn die einfach schon zu alt sind. Und sich das Eiweiß schon in Zersetzung befindet. Hier, also ich würde das hier für einen Sägezahn-Schüppling halten, für einen Baumpilz. Der ist auch genießbar, aber es ist kein sehr guter Speisepilz. Ja. Ein Pantherpilz ist also ein recht giftiger Pilz, den man mit einigen essbaren Pilzen verwechseln kann. Und hier, das war zum Beispiel einer, da wäre ich mir fast sicher gewesen, dass man den essen kann. Ja, das ist auch ein essbarer Pilz. Das ist aus dieser Gruppe der Rotfüße und Ziegenlippen. Man kann eigentlich fast alle essen, bis auf wenige Ausnahmen. Es gibt zum Beispiel den sehr, sehr seltenen Satansröhrling, der hier so gut wie gar nicht vorkommt. In unseren Wäldern, in unseren Kiefernwäldern rund um Eberswalde gibt es natürlich sehr viele Maronen und auch Steinpilze. Im Allgemeinen hat man als Pilzsammler immer ein Messer dabei. Und wenn man das hier aufschneidet, der ist zum Beispiel einwandfrei. Aber so richtig satt wäre ich davon wahrscheinlich also heute nicht paar, mehr. Von den paar hier nicht, denke ich mal. Herr Dr. Pohle, vielen Dank dafür, dass Sie uns hier beraten haben. Ja, meine Damen und Herren, es war wohl nichts. Und es wird wohl auch nichts werden mit einem schönen Abendessen, gekocht aus selbstgesuchten Pilzen. Da bleibt uns wahrscheinlich doch nur einkaufen zu gehen, eine Büchse Champignons zu kaufen oder vielleicht in der Brasserie vorbeizuschauen. Vielleicht gibt es ja da auch ein schönes Pilzgericht. Tschüss. Ja, jetzt sind wir unterwegs, ganz bequem an dem Weinweg. Ja. Stefan, ist das so das übliche Fortbewegungsmittel oder laufen die meisten? Also ich sag mal, wir haben heute für uns mal die Buggies genommen. Ja, normalerweise läuft man. Ja. Ich sag mal, wer jetzt gut zu Fuß ist, der läuft lieber. Bei den Anfängern kann ich mir vorstellen, erstmal mit der ganzen Tasche und so, die sind dann wahrscheinlich eher so unterwegs. Wie läuft's eigentlich, wenn man bei euch anfangen will? Gibt es da spezielle Kurse? Ja, wir bieten an Platzreifekurse. Die Trainer freuen sich natürlich auch immer über rege Beteiligung. Ist von den Kosten her relativ günstig, wenn man zu zweit kommt. Ja, ich sag mal, für eine Person ist es ein bisschen teurer. Ich sag mal, es geht noch. Ja, es sind 240 Euro, aber wenn man zu zweit kommt, 355 Euro, wird dann da halt wirklich über eine Woche von dem Trainer betreut und kriegt von Grund auf alles beigebracht. Und ich sag mal, es ist eine Investition, die lohnt sich auch. Und ihr habt ja auch richtig gute Trainer hier. Einen haben wir heute schon kennengelernt am Abschlagplatz. Und es gibt noch einen zweiten. Du bist ja selbst, glaube ich, auch in der Not immer noch Trainer, oder? Ja, also wenn Not am Mann ist, wenn jetzt unsere zwei Lehrer mal krank werden sollten oder so, bin ich auch noch da.
Wie sieht es eigentlich aus, wer mal probieren möchte, aber nicht gleich, sage ich mal, Geld auf den Tisch legen möchte, das bietet ihr ja auch an. Genau, wir bieten an sonntags von 15 bis 16 Uhr jeden Sonntag kostenlose Schnuppern. Ja, da kann jeder kommen, kann sich mal ausprobieren, kriegt Schläger von uns gestellt, da stellt sich ein Trainer mit hin und bringt einen so die Grundlagen bei, um mal zu sehen, ob es einem überhaupt liegt. Immer sonntags zwischen 15 und 16 Uhr geht das im Prinzip los. Ganz genau, ist auch egal, welches Wetter wir haben. Wir haben ja auch überdachte Abschlagplätze und kann jeder kommen, ist kein Problem. So, und jetzt werden wir mal ein bisschen Gas geben. Am letzten Wochenende bin ich nämlich ein ganz anderes Gefährt gefahren, und zwar den neuen 911er Porsche. Also jetzt fahren wir mal ein bisschen flott. Okay. Kann man eine Legende noch legendärer machen? Man kann. Mit gleich zwei neuen Modellen ist Porsche jetzt ins Rennen um die Gunst der Kunden gestartet. Dem 911 Carrera und dem 911 Carrera S. Die beiden 911er der Baureihe 997 wurden am vergangenen Wochenende europaweit eingeführt. So auch im Porsche-Zentrum Eberswalde. Eine Legende hat Nachwuchs bekommen. Wir sind im Porsche-Zentrum Eberswalde und das hat einen guten Grund. Der 911er ist in neuer Form da. Bei mir ist Geschäftsführer Erwin Nowotny. Was ist eigentlich so das Besondere am neuen 911er? Das Besondere ist, dass er eine Weiterentwicklung ist aus dem Urauto 1963 und dass er noch präziser arbeitet in allen Belangen, der Technik vor allen Dingen. Und man wird ihn eben unverkennbar wiedererkennen. Es ist die 911er-Silhouette. Die Kunden, so habe ich gehört, haben sich durchgesetzt. Er hat endlich wieder die runden Scheinwerfer. Stimmt das, dass es durch eine Kundenbefragung, durch Kundenwünsche zustande kam? Ja, das Design ist durchaus vorne im Gesicht damit beeinflusst. Und auf der anderen Seite ist die Technik heute so weiter, dass man in diesen Ellipsoid-Scheinwerfern durchaus auch all das unterbringen kann, was man heute haben will. Vielleicht für alle, die sich mit Porsche nicht so auskennen, wie sind so die Motorisierungen? Was erwartet einem im neuen 911er? Fahrspaß pur. Das ist, zwei Motorvarianten gibt es. Es gibt den Carrera und den Carrera S. Der Carrera hat 5 PS mehr als sein Vorgänger, 325, aber auch mit einem anderen Drehmomentverlauf. Und der Carrera S hat 355 PS bei 400 Newtonmeter Drehmoment. Für alle die, die ihn mal live erleben wollen, wo und wann gibt es die Möglichkeit, vielleicht den auch mal zu testen, zu fahren bei Ihnen? Immer bei uns im Porsche-Zentrum Eberswalde, Neue Straße 4 in Nordend. Und zwischen 9 und 18 Uhr ist unser Verkäufer immer da. Der Herr Ahl ist dann gern bereit, sich mit Ihnen hinzusetzen. Ja, und für alle, die diesen Tag der offenen Tür hier mit dem neuen Porsche verpasst haben, steht das Haus, wie gesagt, jeden Tag offen. Viele Eberswalder nutzten am Wochenende die Gelegenheit und für so manchen ging damit ein Traum in Erfüllung, einmal im Porsche zu sitzen. Andere wiederum fühlten sich sofort zu Hause. Denn das Design des neuen Porsche 911 ist eine konsequente Fortsetzung der über 40-jährigen Elber Story. Durch die neue Exterieurgestaltung, unter anderem eine breitere Spur und eine stärkere Betonung der Taille, ist der Auftritt des Elbers noch dynamischer, klarer, kraftvoller und gleichzeitig eleganter geworden. Markante Merkmale des evolutionären Designs sind die neuen Rundscheinwerfer mit separaten Zusatzscheinwerfern im Bugteil, stärker betonte Kotflügel, neue Doppelarm-Außenspiegel und ein aerodynamisch optimierter Heckspoiler. Erstmals seit der Baureihe 964 setzt Porsche beim 911 Carrera auf eine Zwei-Motoren-Strategie. Beide Aggregate sind wassergekühlte Boxer-Sechszylinder-Saugmotoren. Herz des 911 Carrera ist ein 3,6 Liter Saugmotor mit einer Leistung von 325 PS. Der Carrera S besitzt ein neu entwickeltes Aggregat mit 3,8 Litern Hubraum und einer Leistung von 355 PS. Beide Modelle verfügen über ein neu entwickeltes Sechsganggetriebe und ein überarbeitetes Fahrwerk, das beim S-Modell serienmäßig eine aktive Dämpfung umfasst. Fazit: Porsche hat mit dem neuen 911er neue Maßstäbe im Sportwagensegment gesetzt und einer Legende ein neues, sympathisches Gesicht verliehen. Vielleicht kein Auto für jedermann, aber Fahrspaß pur. Wir sitzen jetzt mitten auf der Anlage und zwar auf dem 18 oder 9 Lochplatz, Stefan? Auf dem 18 Lochplatz, fünftes Loch, genau. Eigentlich sitzt man hier, glaube ich, nicht so viel rum. Entweder man steht und spielt oder man fährt oder läuft. Was würdet ihr sagen, wenn hier Leute rumlungern würden und sich einfach mal sonnen? Also es können ja Golfer sein.
Ja, das ist natürlich nicht erlaubt. Es gibt auch schöne viele Seen in der Umgebung und ich denke mal, da werden die wenigsten auf die Idee kommen, sich hier auf die Wiese zu legen. Ist natürlich auch ziemlich gefährlich, stehen auch überall Warnschilder. Mich würde mal interessieren, wie du eigentlich zum Golf gekommen bist. Du bist ja auch noch nicht unbedingt so alt, hast früh angefangen, wie kam's? Also bei mir hat alles angefangen mit einem Dänemark-Urlaub mit meinen Eltern. Da gab es so einen schönen Touristengolfplatz, natürlich nicht so gepflegt wie hier, weil es für Touristen. Da war ich ungefähr 13 Jahre alt. So, und auf der Rückfahrt habe ich halt überlegt, ach Mensch, das hat so einen Spaß gemacht. Guckst du dich doch einfach mal um in der Umgebung. Ich komme eigentlich aus Ost-Berlin und wollte halt mal sehen, was so möglich ist. Und da habe ich dann auch im Golfshop gleich den Richtigen getroffen, der aus Brenden kam und der mich dann überredet hat, Mensch, komm noch mal, mach mal beim Jugendtraining mit. Ja, das Jugendtraining ist übrigens auch bis zum Alter von 13 Jahren frei, also jeder, der Lust hat, kann kommen. Und so hat es eigentlich alles angefangen. Und jetzt bist du hier hängen geblieben, inzwischen Profi. Kannst du uns, ich glaube, das ist dieselbe Geschichte wie mit dem Abseits beim Fußball, in kurzen 3 Sätzen erklären, was es mit dem Handicap auf sich hat? Ich glaube, das begreifen viele nicht. Mir fehlt es am Anfang auch wirklich schwer. Also, ist natürlich eine ziemlich schwierige Sache. Also das Handicap sagt einfach nur was über die Spielstärke des Spielers aus. Ja, jemand, der die Platzreife hat, hat Handicap 54. Das bedeutet, er darf 54 Schläge über den Platzstandard spielen. Der Standard eines Platzes ist 72 Schläge. Also der Profi muss halt mit 72 Schlägen einlochen und einer, der die Platzreife hat und Handicap 54 hat, darf 54 Schläge drüber spielen. Wenn er sich unterspielt, geht er im Handicap weiter runter. Dann meinetwegen, wenn er sich um 2 unterspielt, auf 52 und so weiter. Du hast als Profi welches Handicap? Als Profi hat man 0. Ich bin momentan noch nicht ganz Profi, ich habe 2, aber ich arbeite fest dran. Dann kannst du dir ja vielleicht bei den Leuten, die hier heute unterwegs sind, noch ein bisschen was abgucken. Weißt du, wie viele momentan heute hier bei dem schönen Wetter drauf sind auf eurem Platz? Ach, ist schwierig zu schätzen. Also da muss ich sagen, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Das ist genau die Antwort, die ich wollte. Das ist nämlich der Titel des Kommentars unseres Kollegen Joachim Stennert. Leider keine Ahnung. Viel Spaß. Vito-Abend im TGE zu winnen. LSB und KSB tagen in der EJB. MP eröffnet JVA in MOL. WSA will HOW schwenken, DB renoviert HBF, SHW Neubau kann beginnen, BSD in Kita aufgedeckt, BKB und ZWA liegen im Streit, BBG prüft neue Linie, LKA baut Technikzentrum, ALG 2 kommt 2005, AWO feiert Richtfest, IHK fördert ICH-AG. Und Sie wissen nicht, was gemeint ist? Dabei habe ich Ihnen doch gerade wichtige Nachrichten und Vorhaben aus unserer Region geschildert. Warum? Na, weil auch Sie ein Recht darauf haben, gut informiert zu sein. Denn immerhin beinhalten diese Abkürzungen auch vieles, was für Sie eine Rolle spielt. Da ist die Rede vom Verschwenken des Oder-Havel-Kanals und vom baldigen Baubeginn des Schiffshebewerks. Oder vom besonders schweren Diebstahl in einer Kita, von der Eröffnung der Justizvollzugsanstalt oder vom Wassertourismus in Brandenburg. Es ist der Abkürzungsfimmel, der in deutschen Verwaltungen immer größere Blüten treibt. Da haben wir als gelernte DDR-Bürger schon gedacht, dass die Verunstaltung der deutschen Sprache nicht mehr zu übertreffen ist. Eins muss man den DDR-Bürgern ja lassen. Die konnten über die Abkürzungen wenigstens noch lachen. Als da 1989 die Menschen in Scharen gen Westen zogen, hieß DDR nur noch der dumme Rest. Das ZK waren die Zonenkasper, ein VEB war Vaters ehemaliger Betrieb. Oder ein Witzbold hat an eine öffentliche Toilettentür SED geschrieben, sitzt einer drauf. Aber nun finden Sie mal was für die neuzeitlichen Abkürzungen. Leider keine Ahnung, LKA fällt mir da auf Anhieb nur ein. Schade eigentlich. Aber vielleicht haben Sie ja eine Idee. Auch wenn Sie es vielleicht nicht vermuten, wir sind immer noch in Brenden und zwar ganz am Rande des Golfplatzes. Und hier haben wir ein sehr, sehr schönes Wäldchen entdeckt und wir haben vorhin schon darüber gesprochen, auch Pilze gefunden. Aber nicht nur die wachsen hier, sondern auch viele Kräuter und viele Blumen. Und um Kräuter und Blüten geht es auch in unseren Eberswalder Geschichten. Hier sehen Sie zum Beispiel, wie man eine ganz besondere Butter herstellen kann. Viel Spaß. Thank you.
Ich möchte Ihnen heute eine ganz andere Sache vorstellen. Üblicherweise geht es bei mir vorrangig ja um Filz, die Verarbeitung von Schafswolle. Aber heute möchte ich Ihnen in meinen alten Räumen vorstellen, wie man selbst gesammelte Früchte des Waldes, aber auch aus dem eigenen Garten, schnell, einfach und mit viel Liebe zubereiten kann. Und in diesem Jahr gibt es besonders viele Heidelbeeren im Wald zu finden. Diese Früchte haben einen sehr hohen Gehalt an Vitaminen. Zwar haben sie auch den sehr doll färbenden Farbstoff, den man in den Heidelbeeren, die man praktisch zu kaufen bekommt, nicht enthalten hat. Und trotzdem sind die Früchte wesentlich aromatischer. Heute möchte ich Ihnen in meinen bäuerlichen Weisheiten vorführen, wie man recht schnell und einfach ein wunderbares, köstliches Heidelbeergelee herstellen kann. Hierfür können Sie sehen, habe ich mich einer ganz einfachen Variante beholfen und habe einfach, weil ich gar nicht zur Verfügung habe, eine Obstpresse oder ähnliches Gerät, was man ja so ohne weiteres wirklich nicht mehr zur Hand hat. Denn heutzutage ist es schneller gemacht, sich die Marmeladen oder Gelees selbst im Supermarkt zu kaufen. Und trotzdem ist diese Variante schnell gemacht. Einfach einen alten Hocker verkehrt drum hingestellt, eine Windel oder auch ein Stück Laken. Ein Stoff sollte es sein, der gut durchlässig ist. Praktisch an den vier Beinen festgebunden und stellt eine Schüssel unter und kann dann den Saft entsprechend auffangen. Aus diesem Saft wollen wir nachher das Gelee kochen und vorher müssten aber die Früchte, die gewaschen wurden, vorbereitet wurden, gekocht werden. Die werden dann schon zu dem Saft, die werden einfach in das Tuch reingeschüttet und dann dauert es etwa 3 bis 4 Stunden, bis der Saft wirklich schön durchgelaufen ist. Man hat unten das, was man dann verwendet, um das Gelee zu kochen. So, also wenn man jetzt praktisch nach 3 bis 4 Stunden schaut, sieht man, dass praktisch der Saft sehr gut abgelaufen ist. Es bleibt nur noch ein gewisser Fruchtmus übrig. Der Rest ist in der Schüssel als wunderschöner, sauberer Saft. Hier kann man noch ein bisschen reiben und rühren, dass auch wirklich der Rest in der Schüssel gelandet ist. Und dann kann man soweit den Saft weiterverarbeiten. Nachdem wir praktisch unser Kochgut gut kochen lassen haben, geliert sogar mit einführen, richtig gut verrühren, kochen lassen, aufkochen lassen, dauert nur ein paar Minuten, rühren wir das Ganze nochmal kräftig durch und in der Zwischenzeit haben wir praktisch Gläser vorbereitet, schön sauber ausgekocht. Nochmal kurz heißes Wasser einfüllen ist wichtig, denn ansonsten könnte es passieren, dass die Gläser platzen beim Einfüllen der heißen Masse. Die so vorbereiteten Gläser bereitstellen, dass wir so dann das Gelee einfüllen. So, schön langsam gießen, denn wenn die Masse vorbei tropft, gibt es unangenehme Flecken. Aber das passiert eh. Dann mache ich es persönlich immer so, ein Gefäß wird immer vorbereitet. Da braucht kein Deckel drauf, das wird frisch verzehrt. Man muss ja wissen, was man gekocht hat, vor allem in welcher Qualität. Und der Rest wird dann fest verschraubt und kommt in die Vorratskammer. Ruhig schön randvoll füllen. Danach kommt der Deckel wirklich schön fest drauf. Und die Gläser werden gleich verkehrt rum hingestellt. Die Luft, die überschüssig ist, geht raus. Und die Ware kann nicht verderben, wenn man es lange aufbewahrt. Was ich Ihnen als nächstes vorbereitet habe, ist eine Idee, stammt auch aus dem alten Buch, wo so gewisse Kochrezepte und kleine Hinweise drinstehen. Hier habe ich rausgesucht eine Butter verfeinert mit Ringelblumenblüten. Diese Blüten sollten möglichst morgens frisch gesammelt werden und auch gleich frisch verarbeitet werden. Ringelblumen haben einen ähnlichen schärflichen Geschmack wie Kapuzinerkresse. Für dieses Rezept, wenn man im Garten hat, wenn es vorhanden sein sollte, kann man auch Kapuzinerkresseblüten sammeln. Aber erstmal für die Butter selber benötigen wir ein Stück möglichst weiche Butter, Ringelblumen, sogar 8 Stück und etwas Zimt und Zitronensaft.
Wobei richtig eine frische Zitrone ist natürlich wesentlich aromatischer. Wir zupfen dann die Blütenblätter der Ringelblumen ab und bringen die in einen Teller, möglichst flach, damit man es am Ende gut verrühren kann, ein. Diese Butter eignet sich hervorragend, um im Anschluss praktisch Sandwiches fertig zu machen für ein gelungenes Picknick im Grünen. Denn ich denke, die Zeit sollte man sich von Zeit zu Zeit mal nehmen. Mit einer Gabel lässt sich das am besten gut verteilen. Man mischt die Blüten im Prinzip unter. Es ergibt eine wunderschöne Farbe und macht das Ganze auch richtig interessant. So, von dem Zimt ist wirklich nur eine ganz kleine Prise zu verwenden, da es sehr intensiv schmeckt. Dann etwas Zitronensaft. So, entweder man ist zufrieden mit der bunten Vielfalt dieser Butter oder man mischt eben einfach noch ein paar Blätter mit unter und dann gibt es ein wunderschönes Bild. Nun macht man es einfach so, dass man es gleich für das Vorhaben entweder ein schönes Picknick oder auch je nachdem, wohin die kleine Fahrt geht, frisch aufs Brot oder sollte es erst später verwenden, gibt man es in ein kleines Gefäß und stellt es erstmal im Kühlschrank kalt. Aber wobei ich immer betonen muss, frische Verwendung ist am besten. So, für die Brote, die man sich dann fertig macht, nimmt man entweder Toastbrot oder die gesündere Variante eben Mischbrot. Bestreicht das Brot mit dieser Butter aus Ringelblumenblüten und gibt dann extra noch vielleicht ein, zwei Blumen als Belag mit drauf. Und wenn, wie gesagt, vorhanden, Kapuzinerkressen. Das macht das Ganze schön schärflich im Geschmack und ist eine angenehme Sache. Guten Appetit wünsche ich. Hier befinden wir uns in einem kleinen Stück unseres Gartens. Ich möchte nicht sagen, dass es ein typischer Bauerngarten ist, aber man baut halt so an, was auch häufig in der Küche benutzt wird. Dicke, fette Zwiebeln und mit einem kleinen Teil der Kartoffeln haben wir uns gesagt, die frischesten Kartoffeln kommen aus dem eigenen Garten. Das handelt sich hier um Frühkartoffeln. Wenn man die ausbuddelt, ist es das Allerbeste. Raus aus der Erde, rein in den Kochtopf und verwendet mit der Schale als Pellkartoffel, wobei hierbei die Schale nicht abgepellt werden sollte. Einfach mal hingekniet mit den bloßen Händen. Der richtige Bauer hätte jetzt gut zur Hand eine richtige Kartoffelhacke, was sich bei unserem kleinen Stück wahrscheinlich gar nicht lohnt. Ich nehme die bloßen Hände zum Ausgraben der Kartoffeln, um die Kartoffel möglichst nicht zu verletzen. So, wenn wir jetzt einfach mal, das Typische einer reifen Kartoffel ist, dass das Laub praktisch abgetrocknet ist. Und wir gehen mal auf die Suche in die kräftige dunkle Erde und da zeigen sich schon die ersten Erfolge. Wobei wahrscheinlich ein echter Bauer lächeln wird über diese kleinen Sachen. Aber selbst die lassen sich wunderbar im Topf kochen und weiterverwenden zu einer wunderschönen Mahlzeit. Sie sehen, schönes, kräftiges, wenn man es abreibt. Man sieht fast keine Schale, man kann es so verwenden, wie es ist. Natürlich werden die Kartoffeln schön sauber gebürstet. Es gibt spezielle Bürsten dafür oder einfach ein kräftiger Schwamm macht es auch. An einer einzigen Pflanze so viele Früchte. Da ist so eine Gärtnerin doch richtig stolz. Anschließend nimmt man sich praktisch das ganze Gut mit in die Küche, bereitet einen schönen Quark vor, Quark mit Kräutern vermengt und schon spürt man den schönen Sommer nochmal so gut. Diese Kartoffeln sind nicht geeignet zur Einlagerung, da gibt es spezielle Kartoffelsorten. Die kann man gut in einem Kiesbett einlagern. Wo man da aber beachten sollte bei der Einlagerung, die Kartoffeln regelmäßig kräftig durchzuschütteln, um eben zu vermeiden, dass sich Keime bilden. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, einen Einblick zu bekommen in die einfache Lebensweise, aber eben doch wahrscheinlich sehr schmackhafte. Tschüss!
Ja, wo gearbeitet wird, da wird auch gegessen und da muss man sich auch mal erholen. Und wir haben jetzt schon eine schöne Tour hier heute über den gesamten Golfplatz gemacht. Und hier im Clubhaus selbst, da trifft man sich dann auch nach dem Spiel, nach den Turnieren. Und hier sorgt die Gastronomie für das richtige Ambiente. Es ist eine wunderschöne Terrasse mit dran, die werden Sie gleich noch sehen. Ja, und wir werden uns jetzt einen schönen Kuchen hier gönnen. Gebacken von wem eigentlich? Vom Koch? Vom Koch gebacken. Soweit ich sehe, sind da Äpfel mit drauf und Rosinen und Walnüsse, also ziemlich lecker. Und auch sonst bekommt man hier richtig leckere Sachen. Also wenn Sie im Golfclub Brenden vorbeischauen, dann ist das hier eigentlich ein Muss, zumindest nach getanem Spiel. Gemütlich sitzen und sich ausruhen und einfach ein bisschen plaudern, das steht auch Senioren immer wieder gut zu Gesicht. Und das können auch die künftigen Bewohner des Seniorenheimes am Drachenkopf tun. Jetzt wurde erstmal Richtfest gefeiert. Jetzt konnte auf dem Drachenkopf das Richtfest für das neue Pflegeheim gefeiert werden. Hier werden 65 pflegebedürftige Menschen in Ein- und Zweibettzimmern einen gemütlichen Platz finden. 4 Zimmer davon werden als Kurzzeitpflegeplätze eingerichtet. Finanziert wird der Neubau zu 90% aus Fördergeldern von Bund und Land. Die Richtkrone wurde auf dem Dach platziert und der obligatorische letzte Nagel von Geschäftsführer Siegfried Redmann nicht so ganz professionell eingeschlagen, wie es eigentlich üblich ist. Die Fertigstellung des kompletten Baus ist zum Ende des Jahres 2004 geplant. Bis dahin stehen zwei große Kräne weithin sichtbar und als ein deutliches Signal, es tut sich was auf dem Drachenkopf. Ja, wir sind jetzt hier nochmal direkt am Abschlagplatz an der Driving Range. Wir wollen ja in Golfersprache reden. Stefan, wir haben quasi perfektes Wetter. Ist es perfektes Golferwetter oder habt ihr lieber so ein paar Wolken wegen der Sicht? Also ich sag mal, es ist eigentlich schon wieder ein bisschen zu heiß. Ja, wir haben heute 28 Grad, also perfekt wäre so 24 Grad mit Sonne-Wolken-Mix, ja, dass man auch ab und zu mal ein bisschen Schatten hat, um sich abzukühlen. Aber ansonsten, da wir ja nicht verwöhnt sind mit dem Wetter in diesem Jahr, ist es schon okay so. Dann hast du wahrscheinlich den Wetterbericht fürs Wochenende gehört, weil das ist genau das Wetter, was werden soll. Also ein Wechsel aus Sonne und Wolken und dazu so 24 bis 25 Grad, nicht ganz so schön wie heute. Und dann hoffen wir natürlich, dass viele noch Nicht-Golfer dieses perfekte Wetter nutzen und vielleicht am Sonntag zwischen 15 und 16 Uhr hier nach Brenden kommen. Ganz einfach zu finden, wenn man nach Brenden reinfährt, ist es ausgeschildert. Und euch hier vielleicht mal über die Schulter schauen und vielleicht auch mal so ein paar Abschläge probieren. Ich danke dir für die Begleitung, war schön, vor allen Dingen auch mit den Autos hier mal rumzufahren, das macht wirklich richtig Spaß. Wünsche euch viele nette Gäste, viel Spaß bei den nächsten Turnieren, wir sind bestimmt bald wieder mal hier. Und Ihnen wünsche ich jetzt ein richtig schönes Wochenende. Wir verabschieden uns mit den Impressionen hier von dieser Anlage und ich werde jetzt auch unter deiner Schützenhilfe noch ein paar Abschläge üben, oder? Alles klar. Tschüss, bis Montag.